Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotus Computer und zwar mit dem CHW Core für 1680 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator 96 und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das stimmt tatsächlich. Also wirklich 1:1, sogar die Grafikkarte stimmt. Da steht auch nicht irgendwie beliebiger Hersteller oder sonst irgendwas. Es ist halt wirklich die Sapphire Radeon und auch der Kühler stimmt. Es ist auch kein beleuchteter RAM irgendwie verbaut oder sonst was, was sie jetzt hier wieder nicht zeigen. Es ist einfach 1:1 richtig. Auch die Lüfter, die ihr hier vorne seht, das kennt ihr aus dem Video. Ich habe ja da zu dem Gehäuse ein Video gemacht. Passt alles. Ist tatsächlich recht selten der Fall. Ich sage ja auch immer, entweder zeigt ihr wirklich nur das Gehäusebild, von mir aus mit den beleuchteten Lüftern dabei, oder wirklich 1:1 das System und hier passt es. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das MSI MagForge 320R Airflow. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit, die ARGB beleuchtet sind und auch noch einen hinten 120mm, auch ARGB beleuchtet. Es hat eine Mesh-Front, ich habe es auch schon wie gesagt im Test gehabt, ich habe das ja mal gegenübergestellt mit einem Gehäuse, was jetzt keine Mesh-Front hat. Dementsprechend ist dabei auch rausgekommen, dass das, was keine Mesh-Front hatte, schlechtere Temperaturen hatte, so soll es ja auch dann sein. Das hier ist auf jeden Fall das bessere Gehäuse gewesen und in dem Preissegment kann man das durchaus machen. Ihr habt da auch genug Platz drin, es hat eine Glasscheibe und kein dämliches Plastik oder so, das ist schon in Ordnung so. Und das kostet 66,71 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Auch den ganz easy mit 6000 betreiben. Habe ich tatsächlich auch schon getestet. Wir hatten ja jetzt vor kurzem von Systemtreff das System wirklich hier auf dem Tisch stehen, konnten das testen und so weiter. Und der frisst die 6000 ganz locker. Sofern ihr halt nur zwei Riegel benutzt. Wenn ihr jetzt 4 Stück da reinschmeißt, könnte es eng werden, aber mit 2 funktioniert es auf jeden Fall. Ist preislich gesehen wirklich ein sehr guter Prozessor. Also für den Preis, was man da an Leistung bekommt, der sticht teilweise ein 5700 oder 5800X aus der letzten Generation aus. Von daher ist das völlig okay. Wenn ihr streamen wollt, nehmt einen 8-Kerner. Sage ich immer dabei. Auch wenn ihr nur über die Grafikkarte rendert. Ihr habt ja so viele Programme noch nebenbei offen. Spotify, Discord, euren Stream habt ihr offen, einen Chatbot und solche Sachen. Da sind 8 Kerne besser. Und der kostet 144,90 € bei 0%shop.de bzw. bei Mindfactory oder Notebooks billiger. Die Grafikkarte ist eine Sapphire Pulse RX 7900 XT 20 GB. Ja, das ist das Schöne bei AMD. Die bringen immer sehr viel Speicher mit. Nvidia geizt damit immer so ein bisschen, aber darum geht es jetzt gerade auch gar nicht. Danach kommt nur noch die 7900 XT im AMD-Lager. Natürlich die 4090 von Nvidia sticht die auch noch aus. Die 4080 Super ist, glaube ich, auch noch einen Ticken schneller. Trotzdem ist die Grafikkarte gut geeignet für WQAD und 4K-Gaming. Immer Erwartungshaltungsmanagement. Habt ihr jetzt einen 4K 165Hz-Monitor? Wird es je nach Spiel dann immer ein bisschen schwierig. Da müsst ihr dann ein bisschen rumtricksen mit den Einstellungen. Aber ansonsten ist das eine gute Karte. Den FPS ist dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 736,23 € bei Mindfactory. Beim Arbeitsspeicher haben wir den ADATA XPG Lancer 32 GB DDR5 6000 MTS, was ich auch eben schon gesagt habe, CL30, 2x 16 GB. Ja, hätte ich genauso gemacht. Ob es jetzt der ADATA gewesen wäre oder irgendein anderer mit Beleuchtung oder G-Skill oder sonst was, völlig Latte. Es sind 32 GB, es sind 6000 MTS. Und CL30. Würde ich genauso konfigurieren. Der bringt auch schon Intel XMP 3.0 und AMD Expo mit. Bedeutet für euch, solltet ihr mal irgendwann ein BIOS-Update machen, was Krotus glaube ich sowieso macht. Aber solltet ihr in naher Zukunft nochmal eins machen, dann könnt ihr einfach mit AMD Expo das Profil aktivieren, dann läuft er wieder auf 6000 CL30. Und der kostet 107,47 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi. Der B650-Chipsatz, ganz easy, reicht locker aus für den 7500F, reicht sogar aus für den 7800X3D. Einen höheren Chipsatz braucht ihr nicht und ist in dem Preissegment auch gar nicht erforderlich. Das hat auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr diesen kleinen Slot nicht benutzen zum Erweitern, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Aber den hier könnt ihr definitiv benutzen und den hier unten auch für USB-Erweiterungskarte, eine Capture-Karte oder was auch immer. Da fällt mir auch gerade ein, wir haben ja hier dieses schöne Bild. Er ist jetzt natürlich sehr dunkel darunter, aber es sieht wirklich so aus, als könntet ihr diesen kleinen Slot wirklich nicht benutzen, weil der Kühler einfach so fett ist.
Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, zweimal USB Typ C, viermal USB 2.0, zweimal USB 3.1, DisplayPort und HDMI könnt ihr in dem Fall nicht benutzen. Der 7500F bringt wegen dem F keine integrierte Grafikeinheit mit. Ihr zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. In dem Preisbereich ist das Board schon in Ordnung. Hätte für mich persönlich ein bisschen wenig USB-A-Anschlüsse, muss ich wirklich dabei sagen, weil ihr habt halt nur 6 Stück. Klar, ihr habt noch USB-C, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihr habt eine Tastatur, eine Maus, vielleicht noch ein Stream Deck und einen Drucker und ein beleuchtetes Mauspad und noch irgendwas anderes da dran, dann ist das Ding halt voll. Oder so ein Camlink 4K, dann sind die 6 Stück belegt. Dann kann man wiederum aber auch erweitern über die Erweiterungsslots auf dem Mainboard. Ich wollte es nur gesagt haben, ich hätte jetzt persönlich für mich eins genommen mit mehr USB-A. Aber soweit ist es völlig okay. Und das kostet 169,90 € bei ProShop. Die Festplatte ist eine ADATA XPG Gummix S70 Blade 2 TB M.2 PCI Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6700 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Micron. Ja, 2 TB bei 1700 € knapp, was der PC kosten soll, völlig in Ordnung. Brauche ich gar nicht meckern, passt. Und wenn ihr hinterher noch erweitern wollen würdet, ihr habt ja die Slots noch auf dem Mainboard. Die ist auch sauschnell, die SSD. Ob man das als Gamer unbedingt braucht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Krotus mit ADATA irgendwie, naja, gutes Geschäft hat. Er hat gute Einkaufspreise. Und dementsprechend haut er das dann halt da rein. Und die kostet 148,66 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Freezer 36 ARGB. Ist halt ein stinknormaler Luftkühler. Hat 2 Lüfter drauf. Das heißt, dementsprechend der Luftdurchsatz ist auch gegeben. Hat 6 Jahre Garantie. Reicht ganz locker. Der Prozessor, wie gesagt, hat 65 Watt, also das kriegt der locker weg. Ist jetzt natürlich keine fancy Wasserkühlung. Wer das bei knapp 1700 € unbedingt will, obwohl man es nicht braucht für den Prozessor, der kann sich das auch irgendwie da reinfummeln. Der kann ja konfiguriert werden. Und der kostet 26,94 € bei eBay über Arctic Welt. Das Netzteil ist ein ADATA XPG Core Reactor 2 850 Watt Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert, wie der Name schon gesagt hat, und ist voll modular und hat schon den neuen ATX 3.0 Stecker bzw. 12 Volt High Power Anschluss mit dabei. Dann braucht ihr dieses komische Adapterkabel nicht, wobei die AMD-Karte sowieso diesen Stecker nicht hat. Die geht nämlich noch auf die alten Stecker. Ist halt nur interessant, falls ihr dann irgendwann sagt, ich will eine Nvidia-Karte verbauen, die halt den neuen Anschluss hat. Das Netzteil bringt das mit. Wenn wir uns dann die PSU-Tierlist angucken, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das Core Reactor 2 ist ein B-Tier-Netzteil. Ist ja die 850-Watt-Variante, also auch alles easy. Ja, und 850 Watt reicht auch ganz dicker aus für das System. Wie gesagt, der Prozessor, der pfeift sich so 65 Watt rein. Lasst es von mir aus irgendwie 100 Watt sein. Und die Grafikkarte steht halt mit maximal 331 Watt da unter Volllast. Jetzt gehen wir mal davon aus, Prozessor und Grafikkarte Volllast. Dann kommt ihr auf 431 Watt, wenn wir jetzt mit diesen 100 Watt rechnen. Plus noch 100 Watt fürs Board, SSD und was nicht alles da drin ist, ein paar Lüfter und so. Da kommt ihr an diese 850 nie dran. Ist aber auch schön für euch, dann könnt ihr ja noch hinterher eine dickere Grafikkarte und einen dickeren Prozessor reinpacken. Das Netzteil macht das mit. Und das kostet 125,90 € bei alza.de. Die Wärmeleitpaste, keine Ahnung, warum man das hier gesondert aufführen muss, ist die PCGH Gear Carbonite Ultra. Ja, das ist halt so eine Spritze, da kostet 1 Gramm 10 €. Es ist aufgelistet, ich schmeiße es jetzt mit rein. Er wird wahrscheinlich nicht so eine Spritze haben, sondern so einen ganzen Pott, wo er einmal mit dem Finger reingeht, auf gut Deutsch gesagt, und das da drauf schmiert. Ja gut, wir nehmen es einfach mal so mit. Ob die jetzt so mega krass ist und gerade beim 7500F, ob man das braucht, steht auf einem anderen Blatt. Und die kostet, wie gesagt, 9,99 € bei 0% Shop oder in Notebooks billiger. Betriebssystem ist Windows 10 oder 11, Testversion vorinstalliert ohne Key. Deswegen haben wir das jetzt auch nicht in der Liste drin. Also es wird vorinstalliert, aber der Key kostet ja Geld an der ganzen Geschichte und deswegen packen wir es jetzt nicht mit rein, weil der Key halt nicht dabei ist. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1536,70 €. Und das System kostet 1680 €. Da seid ihr jetzt bei bummelig etwas über 140 € Aufpreis für Zusammenbau und Garantie und BIOS-Aktualisierung, was denn nicht alles noch so macht. Was andere SIs halt auch machen oder machen sollten. Die meisten schreiben es dabei, machen es nicht. Bei Krotus weiß ich. Ich war mal vor Ort, habe mir das alles angeguckt, auch diese Teststation und so. Man bekommt auch so ein Diagramm, weil ich habe mir auch mal einen PC da gehabt und habe mir den angeguckt. Das Diagramm war dabei. Ja, brauche ich keine Alternative für raussuchen. Die Konfiguration ist auch völlig in Ordnung. Für mich hat es jetzt halt ein bisschen wenig USB-Anschlüsse gehabt, aber das ist, glaube ich, auch für euch völlig uninteressant. Tastatur, Maus, Headset habt ihr wahrscheinlich nur, vielleicht noch ein Stream Deck, dann sind 4 Stück belegt, habt noch 2 frei, ja, was soll's. Also wirklich was zu meckern habe ich hier nicht. Das ist technisch einwandfrei, genug Reserven da, falls ihr aufrüsten wollt, später euch das dann zutraut, vielleicht mal einen Prozessor zu wechseln oder die Grafikkarte.
Ja, ist okay. Brauche ich nichts weiteres zu sagen. Lasst mir eure Meinung dazu gerne mal in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.